Who's calling? Who's calling? Who's breaking your heart tonight? Who's calling? Who's calling? Who's breaking your heart tonight? Der wichtigste Mensch in meinem Leben bist und nein. Möchte jetzt ein Baby mit dir haben. He's breaking up. Es geht so einfach. Du musst dich jetzt wirklich entscheiden. Entweder willst du mit Holland bleiben oder du willst mit mir zusammen bleiben. Ich will nicht deine Geliebte sein. Perfekte Zellteilung, die passiert ist. Wir haben mehrere. Oh Gott, Schatz, du bist aufgeregt. Aber guck mal, ich krieg das doch gleich rein. Schatz? Now. Was? Oh, Kind. Das ist ein Scherz. Es tut mir leid. Was Paula schläft so friedlich. Kann sie doch jetzt nicht wecken und ihre ganze heile Welt zerstören. Ich kann das einfach nicht. Fuck, ich bin so ein Feigling. Ich habe gerade geträumt, dass Basti hier war. Basti, wo steckst du nur und was ist los mit dir? Er trägt dir das erzählt, ja? Hast du was von Basti gehört? Ich weiß nicht. Ich war schon bei seiner Mama. Ich habe seine Mama angerufen. Ich war bei Joe. Ich war auf seiner Arbeit. Ich versuche ihn wieder anzurufen. Der sagt mir, lässt mich bei der Kinderwunschklinik stehen und sagt mir, dass er kein Kind mit mir kriegen kann. Liebt er mich denn nicht mehr, oder? Fragst du einfach. Ja, Mandy, du bist auch eine ganz Schlaue, ey. Ich hätte ihn doch schon längst gefragt, wenn ich ihn finden würde. Er ist wie tot. Und weißt du, was das Schlimme ist? Einfach mal. Ich habe einen ganz bösen Verdacht einfach mal. Ich glaube, dass das wie sterben. Krank ist, dass er vielleicht Krebs hat und dass er deswegen das nicht verantworten kann, ein Kind mit mir zu bekommen, weil ich dann vielleicht alleinerziehende Mutter werde. Ich weiß nicht. Ich will ihn auch einfach nur finden und wissen, was los ist. Ich hab's mal hier. Oh nein, oh Baby. Alles wird gut. Hübsch. Wo ist er denn nur? Schatz, er ist bestimmt. Tut mir wirklich leid, wenn ich so, aber ich muss noch in den Großmarkt. Das ist ganz viel. Kannst du das nicht verschieben, Manny? Bitte verschieb das jetzt.
Bitte, wir müssen Basti so finden. Ihr findet, der taucht bestimmt wieder auf. Ganz, ganz sicher. Schatz, das brauchst du einen Tee oder so. Ja. Was zur Hölle ist denn los? Ich habe bloß zumindest eine Erklärung verdient. Ich meine, ich bin seine Frau. Das ist echt das Allerschlimmste, dass er überhaupt gar nicht mit mir redet. Say something, I'm giving up on you. Ich weiß, aber Sie können doch bitte einmal noch mal in Ihr System gucken, ob ein Sebastian Habig bei Ihnen eingeliefert worden ist. Fehler passieren halt, also gucken Sie doch bitte einfach noch mal nach. Sebastian Habig mit CH am Ende, bitte. Okay, aber falls irgendwie... Okay, dann rufen Sie mich an, meine Nummer haben Sie ja. Ja, danke schön. Tschüss. Und? Oh. Ich habe, glaube ich, jetzt jedes Krankenhaus hier in Berlin angerufen. Soll ich noch, keine Ahnung, im Umland? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Bei der Polizei ist auch nichts gewesen. Ich habe doch jetzt alles durch. Ich habe doch jetzt wirklich alles durch. Ich habe ihn angerufen. Er geht einfach nicht ran. Er ist wie tot. Ich habe jeden, alles, was man haben könnte, habe ich angerufen. Das Erste, was du jetzt bitte tust, ist erstmal ein bisschen runterkommen. Ich weiß, es ist total schwer. Ich weiß. Komm mit nach vorne. Komm, und in solchen Situationen hilft mein super toller Grappa. Da bist du ja. Mensch, ich hab dich schon überall gesucht. Warum hast du denn immer noch nicht mit Paula gesprochen? Ich konnte nicht. Lag da wie so ein Engel. Lass sie schlafen. Ich konnte nicht einfach ihre Träume. Das ist. Ich bin so ein Feigling. Was ist, wenn er wirklich krank ist? Das ist die einzige plausible Erklärung, die ich mir erklären kann, dass er deswegen gesagt hat, er kann kein Kind mit mir kriegen, weil er Krebs hat. Weil er sterbenskrank ist, weil er das nicht verantworten kann, dass ich alleinerziehende Mutter werde zum Beispiel. Oder dass das Kind wahrscheinlich auch noch krank wird. Anders geht's doch. Ja, vielleicht hat er auch einfach in Miami eine andere kennengelernt. Auf gar keinen Fall, nein. Ja, das war auch einfach jetzt nur so dahin. Das war jetzt auch einfach nur daher gesagt, es tut mir leid. So, runter damit. Paula, du gehst. Ja. Warum redet er denn nicht mit mir? Paula, du kennst Basti, der rennt halt einfach mal vor seinen Ängsten nicht oder sonst was so weg. Nicht so, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich ihn mit dem Kinderthema so lange hingehalten habe. Vielleicht liegt es daran, weil ich. Bin ich eine schlechte Ehefrau? Habe ich ihr nicht zugehört? Das ist verrückt, jetzt hör auf, dir sowas da einzureden. Wo bist du denn? Oh, hi. Gut, und selber, wir haben jetzt den Termin, ne? Ja, dann setz dich. Ich weiß nicht, was im Bus die Frau geht, aber mittlerweile glaube ich, dass echt was Schlimmeres passiert sein muss. When we were frozen, you took the cold away. Du belügst Paula von vorne bis hinten, du verarschst mich? Weißt du, wie ich mich eigentlich fühle? Paula kommt in die Schnitte, ist völlig aufgelöst, ist die ganze Zeit am Heulen und sucht Trost bei mir. Und ich spiele ihr vor, dass ich ihre beste Freundin bin. Weißt du, in was für eine Situation du mich jedes Mal bringst? Weißt du, wie viel da eigentlich dran ist? Meine Existenz hängt da dran. Hast du daran vielleicht auch schon mal gedacht? Und... Mann... Basti, es geht einfach nicht mehr so weiter. Du musst endlich reinen Tisch machen. Das weiß ich doch. Ja, und warum kriegst du es dann nicht auf die Reihe? Sag mir doch, wie, umso, Mann. Umso länger es dauert, umso schlimmer wird es doch. Sag mir doch einfach, wie liegt denn Paula? Ich weiß ihr das Herz.
Ja, aber wenn du länger damit wartest, wird's auch nicht besser. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Ich liebe diesen Mann einfach. Und für die Liebe nimmt man echt so einiges in Kauf. Wir gehen zusammen zu Paula, okay? Ich komme mit dir. Okay. Aber wir müssen... Weißt du wirklich? Jetzt? Natürlich jetzt mal... Mann, ich bin doch bei dir. Wie erklärt man seiner Ehefrau, dass man sich in eine andere Frau verliebt hat? Wir schaffen es zusammen. Nein, Rick, du brauchst dir wirklich keine Gedanken machen. Ja, ich warte einfach noch ab. Tust du mir nur einen Gefallen, wenn du fertig bist, kommst du so schnell wie möglich einfach her. Ich glaube, ich habe was gehört. Warte mal eben kurz. Okay, Basti ist da. Ich melde mich bis später. Ach Gott. Schätze, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Geht's dir... Hey. Danke, Mandy, danke. Puh, danke. Wo warst du denn? Setz dich bitte mal. Gott, Schatz. Ich wollte dir was sagen. Gott, ich glaube, ich weiß es schon. Du hast Krebs oder irgendeine andere schlimme Krankheit, oder? Ich wollte dir sagen, dass... Basti und ich, wir haben uns verliebt. Ja, klar. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie der Zeitpunkt ist. Das stimmt nicht, oder? Du bist so ein mieses Arschloch, ey! Raus hier! Verschwinde! I've never found out how.
aber du nicht. Wie lange? Wie lange geht das schon? Wie lange? Man, das hat angefangen, als wir diese Krise hatten, als du mit dir schnitte und ich... Und du, wie oft hast du mir bitte ins Gesicht gelogen? Wie oft warst du bei mir? Wie oft habe ich mich bei dir ausgeheult? Ihr seid das Letzte, ihr seid so widerlich. Ihr seid... Hör auf zu heulen. Wage es nicht zu heulen, du kleine Schlampe. Raus hier, beide, raus. Ihr geht jetzt raus. Raus jetzt. Raus. Bitte. Nein, ihr sollt euch verpissen. Raus. Ich fühle mich gerade so beschissen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich würde Paula gerne in den Arm nehmen und sie trösten. Ich meine, ich liebe sie ja immer noch. Als Freundin. Aber ich habe das wohl verdient, dass sie mich nie wiedersehen will. Ich muss froh sein, dass jetzt alles raus ist. Wieso habe ich denn immer noch so ein schlechtes Gewissen? Warum fühle ich mich denn nicht besser? Warum geht's denn nicht voran? Verheiratet und hatten so viele Pläne, so große Pläne. Und jetzt ist halt kaputt. Basti, es war aber das Richtige, Paula die Wahrheit zu sagen. So hätte es nicht weitergehen können. Das ist auf jeden Fall verdient. Mal die Eier in der Hose gab mir das zu sagen. Mandy, die dumme Schlappe, hat es mir gesagt, dass sie sich verliebt haben. So. Okay. Das ist ein elendiger Beruhige dich. Entschuldigung, nicht beruhige dich. Einatmen. Mann, ich atme, Mann! Verstehst du das denn nicht? Wir wollten ein Kind. Verdammt! Wir waren in der Kinderwunschklinik. Ich dachte immer, dass unsere Liebe so stark ist. Ich meine, wir haben geheiratet, Rick. Wir haben einfach mal geheiratet. Bitte nimm ein Tuch. Ich will doch gar nichts haben. Versuch runterzukommen. Ich weiß, es ist gerade mega schwer, aber hör auf, dir da jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen. Warum, Mandy?
Alter, warum, Mandy, warum damals scheiß fucking Miller? Ja, er halt weil sie hübscher sind. Weil nein, weil er ein neurotischer Fremdgeher-Arschloch ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Hör auf. Ich kann nicht mehr. Das habe ich nur falsch gemacht. Warum ausgerechnet Mandy? Ich dachte, Mandy wäre meine Freundin. Das tut so scheiße weh. Ich hasse Mandy und ich hasse Basti. Du darfst dir auf jeden Fall nicht selber irgendwelche Vorwürfe machen oder sonst was. Du hast überhaupt nichts verkehrt gemacht. Der Einzige, der hier... Weg mit der Hitze, bitte! Einfach auf, ich will davon nichts mehr! Ich bin so froh, dass diese scheiß Heimlichtuerei jetzt endlich vorbei ist. Ich liebe Mandy. Wir schaffen es. Und bin so froh, dass sie für mich da ist.